Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge hatte ich ja angesprochen bzw. gesagt, dass ich immer auf die ganzen wundervollen Edelsteine einsammeln werde und hatte wirklich die Befürchtung, dass ich hier eine halbe Stunde lang sitzen werde. Ich sollte wahrscheinlich öfter mal solche Sachen sagen, weil ich hatte in nicht mal 15 Minuten die ganzen Sachen eingesammelt. Also ich habe jetzt die 10 Aquamarinen und ich habe auch, glaube ich, 2 glänzende Edelsteine. Wir können gleich mal reingucken. Genau. Hier haben sogar 11 und die 2 Smaragde habe ich auch gleich gefunden. Also keine Ahnung, ob das einfach nur ja, ein bisschen Getrolle vom Spiel gewesen ist, um mich zu ärgern. Und in der heutigen Folge werden wir natürlich erstmal gucken, was wir alles herstellen können für den schillernden Strand. Da haben wir ja auch noch die eine Quest offen. Oh, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Beziehungsweise rede ich noch mal kurz mit dir. Hast du eine Frage? Meine Hände? Meins nicht aus Metall. Huiuiui, genau. So, haben wir eine tägliche Diskussion geführt. Sieh dir dieses Streamlight an. Du machst das sehr gut. Ich weiß. Brauchst du mir nicht so sagen, Merlin. Sieht aber auch cool aus. Oh. Naja. Okay. So, schauen wir uns mal an, was wir noch für den schillernden Strand alles brauchen. Ach, wir brauchen ja noch helles Wasser verbunden. Oh. Aha. Ja, stimmt, wir haben ja Eisenbarren gefunden. Oh, das sieht auch schön aus. Ah, wir brauchen auf jeden Fall noch Fasern. Und Kieselsteine und Sand. Gut, Korb. Stöhnt der so rum? Nichts zum Stöhnen. Okay. Gut. Briefkasten, wir brauchen. Ach nee, wir haben, glaube ich, einen Briefkasten schon. Genau. Ich werde jetzt einfach diesmal. Was ist denn los, Merlin? Willst du drüber reden oder warum säufst du hier so rum? Du sagst uns die ganze Zeit. Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht meine Smaragde dafür verwenden. Also zumindest nicht jetzt. In der Zeit. Um halt ein paar Laternenpfahle herzustellen. Was wir aber machen, ist einmal Dreamlight-Verstärker. Und dann brauchen wir gleich noch die Windspiele. Und das ist es eigentlich schon gewesen. Brauche ich 2 Windspiele, brauche ich nur ein Windspiel? Das wäre jetzt die Frage. Ich muss 3 herstellen. Okay. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Können wir 2... Hey, Merlin. So, da haben wir das sogar schon fertiggestellt. Das ist sehr schön. Nur die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich als nächstes? Ich würde schon fast sagen, dass wir uns einfach mal um Minnie kümmern. Sprich mit Mickey. Mickey! Wir können Minnie hoffentlich jetzt zurückholen. Hey, es ist vollbracht. Oh, wow, lass uns Minnie finden und sehen, ob das funktioniert. Danke, Kumpel. Ich bin immer noch eine weibliche Person. Du kannst mich gerne Kumpeline nennen. Ich finde Minnie im Dorf. Ja, die ist ja genau hier rumgestürzt. Na, Maui schon wieder. Mini, du verschwindest nicht mehr. Der Verstärker funktioniert. Du hast recht, ich bin hier. Ich bin... Meine Güte, bin ich müde. Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Es ist fast so, als würde mir ein Halt fehlen. Etwas, das mich für immer zurückbringt. Oh, ich fühle mich, als würde ich schon ewig umherwandern. Ich war noch nie so müde, wenn ich mich nur hinlegen könnte. Wo ist mein... Ich glaube, ich hatte ein Haus? Mit einem Bett darin, einem weichen Bett. Meinst du, du könntest mir mein Haus zurückbringen? Oh, hey, kannst du reden, Kumpel? Ich bin gerade dabei, Minnie zurückzubringen, aber ja, klar kann ich reden. Oh, ich freu mich. Ach, hey, Minnie sieht so müde aus. Wir müssen ihr Haus zurückbringen. Es ist allerdings schon seit einer Weile verschwunden. Ich wette, du kannst deine Magie benutzen, um Minnies Haus zurückzubringen. Es ist ein süßes, rosa Haus mit herzförmigen Fenstern. Bis bald. Ja, schön mit Ö. War das F? Ja, das war F. So. Dann machen wir das hier. Genau, haben wir auch noch Platz.
glaube, ich müsste halt nur das... Hier ist mein Vogelhaus. Ja. Ja. Und mal jetzt hier hinschmeißen. So. Jetzt rennen wir dorthin. Ich habe auch relativ viel Geld jetzt wieder angesammelt. Also ich hoffe, das reicht. Und ich hoffe, das reicht auch für unseren guten Remi dann noch zum Schluss. Hallo. Ich verspreche, dass du das Backbauunternehmen, dir ein Haus bauen kann, ist perfekt, wo unsere liebe Minnie ist. Lass uns ein Haus für sie bauen. Du wirst diese Mission nicht bereuen, wie ich Minnie kenne, und das tue ich, wird sie es lieben. Schon rein? Ah, sie ist hier. Müsste nicht eigentlich jetzt Miki losstürzen mit Minnie reden? Miki! Achso, der stürzt auch mit los. Oh, hallo. Danke, dass du mein Haus zurückgebracht hast. Ich fühle mich jetzt viel wacher. Aber mein Kopf ist immer noch ein wenig durcheinander. Bist du Miki? Nein, ich bin Puffin. Oh, es ist schön, dich kennenzulernen, Puffin. Aber ich muss unbedingt Miki finden. Ich bin so lange herumgeirrt und alles, woran ich mich erinnere, ist, dass ich Miki gesucht habe. Es war sehr wichtig, dass ich ihn finde. Mach dir keine Sorgen. Er ist hier und ich muss mit ihm reden. Ist sogar hier. Ich frage mich, was Scooby hört. Ja, hallo, deine Frau, Freundin. Ihr trennt ja weg. Hallo. Wir haben sich nicht mal begrüßt. Was ist das für eine Beziehung? Hallo, Miki. Warte mal. Oh Gott, hier sieht sie auch wieder aus. Hey du! Wir haben Minnie zurück. Aber sie weiß nicht, wo sie ist oder wer sie ist. Ich werde etwas Zeit mit ihr verbringen und versuchen, ihre Erinnerungen auf die Sprünge zu helfen, indem ich einfach wegrenne, wenn ich sie sehe. Am besten spreche ich auch mit Merlin. Er weiß vielleicht, warum sie alles vergessen hat. Vielen Dank für deine Hilfe, Puffin. Du bist eine wahre Freundin. Unglaublich! Yay! Wally, was machen wir denn jetzt? Ach, Remi. Nee, wir gehen erstmal ins Haus rein. Da haben wir bestimmt noch eine Erinnerung. Das sieht aber schön aus. Erinnerung. War ein perfekter Tag für ein Picknick und Minnie sagte, sie hätte gerade Schokokekse gebacken, die wir einfach im Leib. Brot und ein paar Äpfel aus dem Garten und Miki und ich machen uns auf den Weg. Haben wir schon 2 von 37? Also 22 von 37. Kann ich wirklich erst nur 18 Charaktere freischalten? Oder kommen die alle nach und nach? Oh. Ein Kleidungsstück. Lila Mini-Ohren-Stirnband. Okay. Oh, hier mal auch noch was. War das vorher schon da? Es ist so schön, Miki und Minnie zusammenzusehen. Ihre Gesichter strahlen voller Liebe, wenn immer sie einander ansehen. Wenn Miki nicht immer wegrennen würde. Naja, meistens. Manchmal streiten sie sich, aber es gehört wohl auch zur Liebe dazu, ja. Also, das ist bestimmt. Das hat sich bestimmt, aber es ist ja an sich normal. Kommt mal drauf an, wie sehr man sich streitet, ne? Manche Streits, die eskalieren ja auch. Das sollte dann nicht in einer Beziehung sein, aber streiten gehört einfach dazu. Solange dass sich die Überhand nimmt. Oder wegen Kleinigkeiten immer passiert. So, Remi. Jetzt geht's los. Jetzt ist Ende Gelände. Sieht eigentlich mit meinem Inventar aus. Und ja, wir müssen auch nochmal was gucken, weil ich habe mich ein bisschen belesen. Und wir brauchen in der Regel nicht unbedingt unser Inventar zu erweitern, denn wir haben ja die Truhen, die wir Nudeln mit Gemüse. Sag mal. Das kriege ich doch hin. Nee, Moment. Rezepte. Wer braucht denn die Meeresfrüchtenplatte? Das ist bestimmt der Maui wieder. Kann sich den ganzen Spaß einfach selber fischen. Mir auch egal. So, ich brauche Nudeln mit Gemüse. Brauche ich Tomate? Ich habe keine Tomate. Moment, Winnie, ich komme zurück. In diesem Dorf 5 Sterne. Das will ich auch hoffen, Remi. Warte mal. Tomaten, ich brauche Tomatoes. Tomatoes, das sind Möhren. Bloß nicht auf. Ich will dich nicht sehen. Ich habe dich nicht gesehen.
muss gar nicht ernten. Oh nein! Ja, nicht der Ernst. Ich bin noch gar nicht so schnell, dass ich das hier alles irgendwie schaffen kann. Oder? So. Ein Glück. So. Haben wir hier irgendwo Tomaten? Das sieht hier alles ein ganz bisschen traurig aus. Baue 2 Mineralien ab. Ich weiß gar nicht, wie viele Spielleute haben wir denn jetzt wieder? Naja, wieder fast 5000. Aber ich glaube, wir brauchen ja 10.000, um das letzte Biom freizuschalten. Das sind echt Tomatoes. Vielen Dank, Birdie. Wenn ich dich nicht hätte... Ah nein, das ist nicht voll. Was machen wir denn da jetzt? Kommt da. Ist auch voll. Okay, dann machen wir das halt anders. Machen wir es einfach so. Wieder mit den Händen da rum. Ich finde den so... Ich kann schon wieder hier ausrasten. So. Tomaten selber anpflanzen. So. Oh, biegt der mich an? Ja. Nein. Egal. Okay. Zack. Zacki, 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 zack. So. Und hier nochmal ein paar Nachtdornen, die wir entfernen. Hinten habe ich wieder eine blaue Truhe. Entferne die Nachtdornen und komm wieder. Das ist ja. Oh, ich bin müde. Müde, kann ich irgendwas essen? So, warte mal, was ich gucken wollte. Ja, mein kleines süßes Kaninchen. Eine Truhe. Warum habe ich denn hier solche Sterne? Muss ich so irgendwas machen? So. Habe ich hier eine Truhe? So. Die Truhe. Achso, ups, die will ich eigentlich. Und, oh Gott. Oh. Stell ich einmal hier. Nein! Oh, bin ich bescheuert? Stell ich einmal hier hin. Nice. 2 am besten. Und dann würde ich hier erstmal noch eine hinstellen. So. Dann schmeißen wir hier. Ich weiß, was wir überhaupt haben. Wo die brauchen wir eigentlich für den Fall, wenn wir doch welche erfinden sollten. Gut, die Erde brauchen wir nicht. Wir haben noch die Feder. Ja, gut, Sand brauchen wir vielleicht auch nochmal. So, haben wir das erstmal hier reingeschmissen. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ach, die gute Vajana möchte das. Oh nein, ich brauche 2 Smaragde. Ach du Heilige. Habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ach ja, nee, wir wollten doch für die Mini Nudel mit Gemüse. Also nee, doch, aber Nudel mit Gemüse doch. Oh. Kann mir auch nichts mehr merken. Im Gedächtnis wie ein Sieb. Winnie, du bist auch da, du bist immer noch Nudel mit Gemüse. Gemüse mit Nudeln. Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. Das freut mich, Remi. Das freut mich. Ungemein. Was sind denn jetzt hier die Gemüsesachen? Hallo.
Normal. Ja. Was ich brauche. Ich glaube, Ranger, das kann ich ja. Ich weiß gar nicht. Ranger, das habe ich gar nicht, oder? Ach doch. Brauche ich Zwiebeln? Paprika, muss ich mal gucken, ob ich die hier kaufen kann. Hallo. Hallo, Papa. Ich bin froh, dich zu sehen. Ich habe deine Bestellung. Oh. Wie süß, danke. Yay. Komm, wir sammeln einfach. So. Ranch-Salat. Ja, Typ. Nee, warte mal, ist bei Knobi. So, ich brauche Paprika. Habe ich Paprika? Nee, ich glaube nicht, aber ich muss Paprika. Hm, dann war das Knobi. Hier habe ich Paprika. Ups. Habe ich eine. Oh, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich brauche auf jeden Fall Knoblauch. Das kriege ich ja bei Elsa. Das brauche ich. Okay, ich brauche Kopfsalat. Den kann ich ja ernten. Okay, also gehen wir ganz schnell zu Elsa. Obwohl, wir könnten rein theoretisch da auch. Wo war die denn? Gott, wie bin ich denn dorthin gekommen? Oh. Ich glaube, ich bin durch den Hain gegangen, oder? Oder? Nee, das war... Oder war das im Traumschloss? Christoph, sag doch mal was. Hilf mir doch. Ich bin doch schon verwirrt. Vergessen hat mich das auch eingeholt. Oh, Smaragd. Smaragd. Obwohl, warte mal. Ich habe hier auch Knobi. Ah. Fängt es an zu regnen? Nein, okay. Das klang noch gerade so. Gut. Kopfsalat. Der Kopfsalat war unten. Und dann müssen wir, wenn wir ganz viel Glück haben, vielleicht Goofy auch auf Level 10 dann schon bekommen. So. Ja. Ja gut. Hätte ich wahrscheinlich von Anfang an einfach gucken müssen, was können wir vielleicht schon zubereiten, angerichten. Somit wahrscheinlich die Freundschaft schon schneller hochleveln können. So gut wie Range Salat wird es. Ich gebe diesem Dorf 5 Sterne. Kannst du auch noch was anderes sagen, Remy? Ich mag dich zwar, aber irgendwann wird es auch ein bisschen anstrengend. So, also wir brauchen das. Wir brauchen das. So. Oh, doch, Zwiebeln. Ich frage mich, was hier wohl für befindliche Zutaten wachsen. Wenn ich die brauche, weil hier mal keine Zwiebeln nicht. Nee. Warte mal, wo kriege ich denn diese seltenen Tierchen Zwiebeln? Werkbank. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Ach, die Truhe. Und Kleidungssets? Ja, gut, das. Bababam. Auch Zutaten muss ich ja gucken. Wald der Tapferkeit. Okay, gut, dann gehen wir nochmal hin. Schauen wir uns nochmal an. Wie sehen denn diese Zwiebelsachen aus? Das ist gleich wieder Knobi. Ja.
Oh, 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 oh. Was kriegt man jetzt wieder schön geschenkt? Braune. Was sind's? Was auch immer, was sind's ist. So, Wally. Wo haben wir denn hier ein paar Zwiebeln? Die sind auch wieder. Ist ja da weiter Tapferkeit, nicht? Ja. Muss ja. Oh! Level 20. Yay! Was? Ich krieg eine Kommode. Ich habe mir jetzt überlegt, weil rein theoretisch könnten wir ja auch schon unser Haus ein bisschen umgestalten. Aber ich würde einfach mal warten, bis ich wirklich alles zusammengesammelt habe von diesem ganzen Mondzeug. Und würde das in einem Rutschen einfach nochmal wunderschön machen. Was im Geier haben wir denn hier? Zwiebeln? Hier gibt es keine Zwiebeln. Und dann muss ich einfach auf die andere Seite, um Zwiebeln zu finden. Warte mal. Da würde ich. Ja, das ist wieder. Na gut, Raps braucht kein Mensch. Gut, das habe ich jetzt gegessen. Da würde ich sagen, dass ich gleich mal im Traumschuss gucken werde, ob wir dort zu Elsa und Anna kommen können. Wenn ja, würden wir es in der nächsten Folge einfach so machen, dass wir das abschließen und einfach mal da parallel gucken nach der Zwiebel. Wir finden das ja offenbar hier nicht. Das ja, okay. Das hatten wir freigeschaltet gehabt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder im Land des Eises, des Regens, des Schnees und was auch immer wieder. Werden dort vielleicht Elsa und Anna ins Dorf zurückholen. Und werden hoffentlich auch dem Goofy dann seinen Weinsalat zubereiten können. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.